Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir den neuen Clicker Simulator X. In dem Video ist später sogar der Admin vom Spiel dabei, aber wie es dazu kam, erkläre ich euch jetzt. Felix hat einen eigenen Clicker Simulator rausgebracht. Für den hat er, glaube ich, sogar 100 Euro auf Fiverr geblecht. Keine Ahnung, vielleicht 200, 160, irgendwas in dem Bereich. Und er hat so einen Toolbox-Clicker-Simulator bekommen. Aber das muss ich jetzt auch erstmal austeilen. Das bedeutet, ich klicke jetzt erstmal hier auf das Coins-Ding. Aber ich will gar nicht wirklich klicken. Wo gibt's Game-Pässe? Ich hoffe, er hat das Spiel richtig eingestellt hier. So, hier ist der Shop. Und ich möchte... Autocoins gives you coins very fast for you. Oh, das klingt gut. Das will ich haben. Nein! Ich schreibe Felix kurz in seinen Livestream-Chat. So, ich habe jetzt geschrieben, Felix macht Game-Pässe rein, sonst kann ich nicht durchspielen. Ich hoffe, er antwortet. Lass mich einfach in Ruhe mit dem... Wie, lass mich in Ruhe? Lass mich einfach in Ruhe. Lass du mich doch in Ruhe, Felix. Was soll denn das? So. Felix, Gamepässe. Felix, Gamepässe. Mach Gamepässe rein, sonst kann ich dich nicht durchspielen. Nein, du bekommst keine Gamepässe. Du bekommst gar nichts von mir. Nein, gib mir Gamepässe. Ey. Du bekommst gar nichts. Wir schauen jetzt ein L-Play 2 Video. Wir sehen uns morgen wieder, Leute. Wir sehen uns morgen wieder. Okay, okay. Lass ein Like und ein Abo da. Und ciao. Ja, das merke ich mir. Das merke ich mir, Felix. Keine Gamepässe. Dann werde ich das halt ohne Gamepässe durchspielen. Oh Gott, ist es laut. Ich muss kurz leiser machen. Es ist immer noch laut. Gib mir Pets. Hallo, könnte. Gib mir Pets, gib mir Game Pässe, hallo? Ich habe keine Game Pässe und ich werde auch niemals Game Pässe in dieses Spiel hinzufügen. Ich will das jetzt durchspielen, ich nehme gerade auf. Ich habe eine Stunde für die zweite Welt gebraucht. Eine Stunde für die zweite... Ja, das dauert ein bisschen. Aber Game Pässe, hallo? Gibt's nicht. Kann ich dir Gamepässe geben? Ich kann kurz schauen. Nee, du musst halt Gamepässe erstmal zum Spiel hinzufügen. Ja, das mache ich nicht. Also es gibt einen Gamepass-Shop. Du musst halt die Gamepässe erstellen und konfigurieren, wie auch immer der das gemacht hat. Und diese Welt, die ist ja richtig abgespaced. Ui. Yeah. Oh, ich habe eine Trade-Anfrage bekommen. Okay, gib mir alles, was du hast. Gib mir alles, was du hast. Oh, ich kann dir Pets geben, tatsächlich. Ja, ich krieg gerade die besten Pets, die es gibt. Was für welche Pets bekommst du? Gib mir. Oh mein Gott. Trade is currently processing. Ja. Ich habe die besten Pets der Welt. Die allerbesten, sagst du? Oh ja, okay, ich mache jetzt 2 Billionen per Klick. Okay. Hä, was für Pets hast du? Ich weiß es nicht. Ich glaube, da haben Leute das Spiel richtig hart durchgespielt. Warte, und ich weiß nicht, warum die das machen. Ronaldo hat mir eine Trade-Anfrage geschickt. Ah, der hat nichts Gutes. Ich gebe dir nichts ab. Solche armen Leute, irgendjemand hat gestohlen bleiben. 26 Trillion Rebirths. Was? 26 Trillion Rebirths hat jemand. Ich habe 120.000. Ja, ich mache jetzt auch ein paar Rebirths. Also, ja, hier so ein paar Rebirths kann ich ja machen. Aber ich brauche Game Pässe, dann könnte man das viel schneller machen alles. Quintillion nur? Oh. Jetzt muss ich ja richtig klicken für die 1,5 Billion Rebirths. Was soll das? Ja. Warte, erstmal mache ich die 1,5 Billion Rebirths voll und dann akzeptiere ich wieder die Trade Request von meinem guten Geldgeber hier. Ah, er gibt mir noch ein paar Mythic Eternal Lollipops. Dankeschön, Bro. Dankeschön. In Nico 1. Ehrenmann. Muss ich einmal in den Chat schreiben. Danke, Ehre. So, jetzt wieder klicken. So, ich habe jetzt gerade mal 3,15 Billion Rebirths. Cringe. 007 Bär hat mir eine Trade Request geschickt. Ah, der hat gar nichts. Ablehnen. Pff. Tapsi. Okay, was hast du? Na gut, ich gebe dir einen ab. Wollen wir mal nicht so sein. Du kriegst einen. Nimm an. Aber das ist jetzt eine Ausnahme. Du kriegst ein Pet von mir. Furchtbar, wie ich diese Bettler hasse. 500 Quintillion Coins für 1,5 Billion Rebirths. Machen wir. Bär? Nee, ich nehme nichts mehr an von Bär. Aber ich finde schön, dass wenn man Pets getradet bekommt, dass automatisch die besten equipped werden. Ja, gutes Spiel, sage ich doch. Ja, also hast du echt gut programmiert, Felix. Kannst du mir noch mehr zu diesem Spiel erzählen? Also, wie war denn das, so dieses Spiel jetzt zu programmieren die letzten Monate über? Es war sehr, sehr anstrengend. Es war ein reger Nachrichtenaustausch, würde ich sagen. Mhm. Mit deinem großen Team? Mit meinem Riesenteam, das ich gehabt habe. Um dieses phänomenale Spiel endlich vollenden zu können und euch das zu präsentieren. Ja, ich würde sagen, das hat sich auf jeden Fall hier gelohnt. Das Spiel ist der Hit. Soll ich jetzt mal in den Shop? Ach, hier kann ich ja wieder Gamepässe holen, die ich mir nicht holen kann. Na gut, die Pets sind aber auch schon, kann ich die in den Settings ausmachen. Disable other Pets und your Pets. Gut. Aber meine Pets sind, also doch jetzt, die werden disabled, Gott sei Dank. Die Pets sind nicht riesig, Felix. Ja, das Problem, das ich davor hatte, als wir zu 50 auf einem Server waren, das Spiel hat absolut gelaggt. Also das Spiel war auch nicht ausgelegt, aber eigentlich war das Spiel für so 10 Leute vielleicht ausgelegt, aber ich habe mir gedacht, ey, 50 ist lustiger. 50 ist lustiger, auf jeden Fall. Mhm. Apropos 50 ist lustiger, kannst du mir ein paar Codes geben?
Die sind noch in Bearbeitung. Beim nächsten Update kommen dann ein paar. Sicher, dass da nicht schon irgendwelche Codes vordefiniert sind, die niemand weiß? Weiß oh nicht. Mein Gott, stell dir vor, der Typ hat da einfach so Codes eingebaut, die nur er kennt und die geben ihm irgendwie Admin-Commands. Naja, ich könnte theoretisch nachschauen, vielleicht? Vielleicht. Codes? Mal sehen. Hey, ich klicke erstmal. Ah ja, Daily Reward brauche ich. Come back after 2 hour. Okay, ich komme back after 2 hour. Aber ich habe gerade mal 6,45 Billion Rebirths. Das ist echt nichts. Das ist echt nicht viel. Ja, ich hole mir ein paar mal neue Rebirths, warte. 9 Sextillions? Oder was soll das sein? Okay, dann hole ich mir kurz 6 Trillionen Coins. Warte, wie hast du jetzt schon 6,4 Milliarden Rebirths? Ich kann das, hallo? Was für Pets hast du bekommen? Ich kenne mich aus in dem Spiel. Okay. Du bist jetzt schon auf dem Leaderboard Platz Nummer 6 an Rebirths. Ja, schön für dich. Du bist vielleicht der Owner, aber ich bin hier der Schlaue. Jetzt guck mal, was ich gleich mache. So, jetzt guck mal auf meine Rebirths. Okay. Sehr, sehr stark. Na? Damit bist du immer noch Platz 6. Ist mir egal, ich gehe jetzt auf Candyland für 10 Millionen Rebirths. Hier habe ich einen 6-fachen World Boost. Jetzt geht alles viel schneller. Aber warte, hier gibt's doch nur das Candy Egg. Ich weiß nicht, woher der die Pets hat. Woher hat er diese Pets? Das ist wahrscheinlich Secret oder so, ich weiß es nicht. Gott, ich liebe Secret Pets. Mythic Eternal Lollipop Pet. Hat 110%ige Chance, ja, das Pet zu ziehen? Was? Das sind ziemlich kranke Chancen teilweise. Krass. Ich sitze mal herum und dann denke ich mir so, ja Mann. Ich auch. Ich lasse gerade die Trade-Requests einfach hineinflattern und ignoriere sie. Sie werden nicht akzeptiert, sie werden nicht abgelehnt. Sie werden einfach ignoriert. Obwohl, Iniko hat mir geschickt. Iniko ist ein Ehrenmann. Ja, okay, er gibt mir noch ein paar Müllpads. Kann ich annehmen. Da schreibe ich noch einmal, danke, Bro. So, dann gehe ich einmal auf Pads, dann Equip Best. Sehr gut. Ja. Es geht jetzt ein bisschen schneller. Aber für meinen Geschmack könnte es auch ein bisschen schneller gehen. Also wirklich. Wie viel Rebirths habe ich gerade? Ich habe gerade mal 37 Milliarden Rebirths. Das ist ja nichts. Stell dir vor, du hast gerade mal 37 Milliarden Rebirths. Ja, Mann. Das wäre schon ein bisschen cringe so. Ich mache daraus mal 52 Milliarden. Ich wünschte, ich hätte einen Autoklicker und einen Auto-Rebirth. Dann müsste ich hier nur rumstehen. Aber ich muss ja wirklich dafür arbeiten. Felix, warum hast du das so gemacht? Warum keine Gamepässe? Weil arbeiten, weißt du? Du kannst nicht einfach in einen Clicker-Simulator gehen und der funktioniert dann perfekt. Aber ich will in einen Clicker-Simulator gehen und der funktioniert dann perfekt. Also der Clicker-Simulator funktioniert ja natürlich perfekt, aber du funktionierst nicht perfekt. Wie? Du musst natürlich arbeiten für dein Ding. Du funktionierst nicht perfekt. Was fällt dir eigentlich ein, dir so einen unfertigen Clicker-Simulator hinzuhauen? Du wirst niemals mehr Erfolg haben als Clicker-Simulator X. Das ist Clicker-Simulator X. Oh mein Gott, wir spielen heute Clicker-Simulator X. Ja. Ich suche die ganze Zeit gerade nach den Codes, aber... Du kannst... Es gibt so ein Find All. Das ist ein Menü und... Also, irgendwo bei den Fenstern gibt es Find und Find All. Und da kannst du Codes eingeben oder so. Dann wird das Also, ich bin schon in Code-Status-Script drin. Yeah. Aber jetzt muss ich schauen, ob die Codes da drin gespeichert sind oder nochmal irgendwo extra in der Liste. Aber Felix, wann kommt ein neues Update und eine neue Welt raus? Nächsten Samstag? Ja! Leute, ihr habt das gehört. Nächsten Samstag kommt eine neue Welt raus, bestätigt vom Entwickler des Spiels. Also nächsten Samstag, wenn ihr das Video seht. Oh mein Gott. Ich nenne das Video Clicker Simulator X mit Entwicklerspielen. Ja, Mann. Mit Admin. Mit Admin. Du bist der Admin, Felix. Mit Builderman. Oh, Builderman. Builderman. Mir fällt gerade etwas auf, Felix. Das hast du ziemlich schlecht gemacht. Das stimmt nicht. Wenn ich mir Rebirths hole, dann wird alles, was ich drüber habe, also was ich zu viel habe für den Rebirth, wird mir einfach weggenommen. Ja. Warum? Das ist ein normaler Rebirth. Aber warum? Was hast du erwartet? Naja, dass ich den Rest behalten darf? Nein. Bei welchem Rebirth ist das so? Tapping Simulator? X? Tapping Simulator ist kein richtiger Rebirth. Es heißt aber Rebirth. Ja, aber das ist kein richtiger Rebirth. Das ist ja kein Rebirth im klassischen Sinn.
Ich bin Developer, ich weiß, was ein richtiger Rebirth ist. Ah, jetzt muss ich bis zu den 150 Billion Rebirth-Step farmen. Warum? Weil ich sonst diese ganzen Klicks, die ich zu viel gemacht habe, verschwendet hätte. Und du nennst dich ein Morscherie. Nee, ich nenne mich ein Ferriero-Küsschen. Er hat Küsschen gesagt. Ich will nicht mehr farmen, Felix. Bitte gib mir einen Game Pass. Existiert nicht. Ich zieh nämlich meine Spieler nicht so ab. Bin ein ehrenhafter Mensch. Ich bin nicht so wie Preston. Du hast eingekackert. Ich brauche einen Autoklicker, Felix. Please. Es gibt keinen Autoklicker. Autoklicker Game Pass. Autoklicker gibt's nicht. Bitte gib mir Game Pass. Bist doch eh schon in der besten Welt. Was willst du überhaupt noch machen? Ich will der Beste, der wie keiner vor mir war. Der Allerbeste sein. Ja. Oh, okay. Also du bist gerade auf Platz... Ich seh's gerade nicht. Auf Platz 6 immer noch. Okay, wenn ja. Ich gerade auf Platz 6 bin, dann pass mal auf, wenn ich erstmal die 1,6942 doch Septillion habe. Aber die anderen farmen ja genauso. Ja, die sollen mal aufhören. Also, ich schwöre, die haben alle einen Autoklicker Game Pass und mir gönnst du nicht. Felix will mich unterdrücken, Leute. Weißt du, du hast den Game Pass ausgemacht, als ich dem Spiel gejoint bin. Okay, ich hab genug. 150 Billion Rebirths. So. Bin ich immer noch Platz 6? Du bist tatsächlich jetzt gerade Platz 5. Ja! Nein, sogar Platz 4. Ja! Jetzt müsst du nur noch das Leaderboard aktualisieren, weil sonst zählt das nicht. Du zählst nicht. Nee, das Leaderboard muss aktualisieren. Zählt's nicht. Zählt nicht. Wie viel brauche ich für Platz 1? Für Platz 1 brauchst du mindestens 27 Trillion Rebirths. Okay, Leute, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Abonniert meinen Kanal, abonniert auch Felix. Bis dann und ciao! Keiner vor mir war.